Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Star Wars Squadrons. Oh mein Gott, es ist mir eine Ehre, mal wieder ein Krieg der Sterne Spiel zu spielen. Und ja, ich bin ja ein gebürtiger Krieg der Sterne Fan. Ich wurde geboren auf Tatooine und lange Zeit auf Endor auch gelebt. Als Pfleger, als Ewok-Pfleger. Und ja, was soll ich sagen? nee, Spaß beiseite. Also Krieg der Sterne habe ich als kleines Kind schon gesehen. Und zwar als Krieg der Sterne auch noch Krieg der Sterne hieß. Ja, das war eine andere Geschichte wie das, was wir jetzt hier immer aufgetischt bekommen. Ja, hier jedoch hoffe ich mal, dass es ein bisschen anders wird. Also ich habe das schon mal angefangen zu spielen, aber habe es dann nie großartig weitergespielt, weil wir auch dann gleich viel Multiplayer gemacht haben. Und ja, es ist halt so, ich glaube einfach, für den Scheiß bin ich zu alt. Ich wollte das schon immer mal sagen, ich bin zu alt für diese Scheiß. Nee, für Multiplayer, vergesst es einfach. Keine Chance. Bin ich auch nicht so ambitioniert. Aber natürlich, die Story mag ich machen. Und ich mag die Story bitte neu starten, komplett neu starten, jawohl. Und ich wünsche euch viel Vergnügen, ja, mit Star Wars Squadrons. Und ich werde währenddessen viel erzählen über Star Wars wahrscheinlich. Nachdem Alderaan zerstört wurde, kämpfen die Pilotinnen und Piloten. Na toll, oder? Okay. Echt jetzt? Furchtlose TIE-Pilotinnen und Piloten? Ernsthaft? Okay. Passe deine Charaktere an. Marek Steel. Okay, dann passen wir mal an. Wir wechseln zwischen den Perspektiven zweier Charaktere, okay? Dann, okay, was habt ihr uns zu bieten? Ich möchte gerne ein Mann sein, weil ich halt ein... Oh, was ist das hier? Ein Panturaner-Pilot. Legendär. Ich weiß gar nicht, wie ich einen legendären Pilot mir verdient habe. Und hier ein Soltraner. Das sieht eher aus wie ein... Ja. Kein... Ich meine, einfach ganz normalen. Ich bin kein Chinese. Ich bin... Wahrscheinlich bin ich am ehesten so einer. Aber der... Und der ist auch nicht gerade ein Schönling, oder? Oh. Okay, cool. Die ist noch am besten. Die ist cool. Ich wäre eigentlich ein ganz normaler Mann geworden. Kein Latino oder so. Einfach ein ganz normale Geschichte. Der, wahrscheinlich muss ich dann der sein, aber der ist zu hässlich. Dann bin ich sie. Sie ist nett. Sie ist nett. Und der kann nicht leben. Ich will... Hallo, ich will die sein. Ja, okay. Kann ich die auch im Männerkörper... Was? Ich kann die im Männerkörper sein? Oder? Im Frauenkörper. Okay. Mach sie fertig. Oh. Nur das Beste für dich. Nur das Beste für dich. Oh. Wenn sie einen Kampf wollen, dann werden sie ihn ab... Das wird nicht lange dauern. Okay. Natürlich ist unser Sieg unvermeidlich. Komm mir nicht in die Quere. Na, dann machen wir Spezialistin. Das ist doch gut, oder? Name Marek Steel, finde ich ein Top-Name. Der ist richtig gut. Den lassen wir so. Okay, Marek Steel. Und hier, sie Asamen. Und Asamen, war das nicht der aus X-Wing Alliance? Die hießen doch so, oder nicht? Auch cool. Oh ja, sieht gut aus. Und er, auch ein Inder, sehr gut. Alles klar, und Inderin, perfekt. Okay. Das soll wahrscheinlich dann unsere Version sein. Das, okay, Chinesisch. Das ist dann wohl hier die nordische Typin. Die ist auch sehr nett. Auch sehr nett. Keine Ahnung, wir sind der Dolde. Das machen wir schon. Und er kann auch als Frau rumlaufen. Oh, was bin ich froh, dass wir so... Ja, dass wir einfach... Das könnte spaßig werden. Na, dann machen wir die Frauenstimme, oder? Du freust dich wohl, mich zu sehen. Wir schaffen das. Ich bin so bereit wie noch... Bereit, wenn du es bist. Nee, wir machen Anführer, keine Ahnung. Okay, und Ace Asamin, perfekter Name. Perfekt, besser geht's gar nicht. Den nehmen wir. Okay, bitte, liebes Spiel, sei nicht so gendermäßig. Einfach nur eine gute Geschichte erzählen und nicht zu viel, anderes. Bitte. Okay. Story-Modus, jawohl, weil ich bin total hackemies, wir wollen ja ein bisschen Spaß haben und vorankommen. Und ja, dann machen wir das. Es ist leicht, aber darum geht es nicht, es geht um die Geschichte. Ich bin bereit. Go. Okay.
Ich habe noch keine Star Wars Musik gehört bislang, gell? Da verzicht es. Oh mein Gott. Alderaan hat die Vernichtung gewählt. Okay. Sie haben Rebellion und Anarchie entfacht. Und den Preis dafür bezahlt. Die Überlebenden verbreiten weiterhin Unruhe. Findet sie. Ruht nicht, bis die Zerstörung Alderaans abgeschlossen ist. ISZ. Imperialer Sternenzerstörer Vigilance. Oder Vigilance. Wow, sieht geil aus. Sieht sehr gut aus. Ja, Mann. Sieht gut aus. Geht doch. Lord Vaders Befehle sind eindeutig. Aha. Sind sie? Ja, die Überreste Alderaans auslöschen. Wie? Die Überlebenden sind doch untergetaucht. Angeblich befindet sich ein alderanischer Konvoi auf dem Weg nach Foster Haven. Sie locken sie raus und geben ihnen den Rest. Ist das verständlich, Captain? Natürlich, Commodore Sloan. Wegtreten. Oh ja, wir werden denen sowas von den Rest geben, weil wir The Evil Galactic Empire sind. Er guckt schon so. Es gefällt ihm nicht. Der mag keine Unschuldigen abknallen. Junge. Wo sind die harten Imperiumsfreunde? Wenn sogar die vom Imperium selber wissen, dass es nicht in Ordnung ist, was sie machen, gibt's doch nicht. Oh, er sieht halt schon gut aus, gell? Alles bereit, Lieutenant Carroll? Die Staffel ist unterwegs. Sie brennen darauf, Lord Vaders Befehle zu befolgen. Und sie? Sie wollen Flüchtlinge töten, deren Welt wir zerstört haben. Während des Iskallon-Aufstands brachten sie mir bei, Propaganda zu ignorieren. Es sind Verräter und keine Flüchtlinge, und so werden wir sie auch behandeln. Die übliche Sigma-9-Konfiguration wurde vorbereitet. Nur Standardteils heute. Fliegen nach alter Schule, Sir. Vielleicht wird es ja doch noch eine Herausforderung. Oh ja. Sieht ganz gut aus. Sie hören mich, Teresa. Oh. Aber verstanden haben sie nicht. Bald wissen wir Bescheid. Und er hat eine richtig geile Kendo-Rüstung an. Ich zumindest vorne. Und niemand feuert ohne meinen Befehl. Wenn der Konvoi da draußen ist, wollen wir sie nicht verschrecken. Machen wir es richtig. Haut den Rebellen, sieg dem Imperium. Ja, voll cool. Wow, das sieht gut aus. Es gefällt mir sehr gut, das sieht richtig gut aus. Okay, jetzt drehen wir uns rum. Also eins kann ich euch auch verraten, die Dialoge, die sind brutal. Teilweise brutal. Langweilig und hölzern, aber... Was soll da hinten? Ein Lambda-Shuttle. Oh ja, aber da sind die gar nicht so weit eingeklappt hier, die Flügel. Die gehen ja noch näher ran eigentlich ein bisschen. Okay, aber warum nicht auch mal so? Mann, war das gut. Ey, als Kind, das war das Tollste, was es auf der Welt gab. Und ich hatte so einen TIE Fighter in klein. Das war, ich hab ihn vergöttert. Oh. Huhu. Beginne Startvorbereitung. Okay. Pilotin, starte deine Cockpit-Systeme. Kein Problem. Gut, Cockpit. Systeme gestartet. Systeme sind bereit. Gut. Ah. Abgeschlossen. Legen wir einen sauberen Start. Folgt meinem Jäger. Okay, LT. Ich weiß nicht mal, wo LT ist. Das ist so traurig. Frontalsensor läuft und online. Und ja. Und den Hangar verlassen. Okay.
Also wir können doch gar nicht lenken bis jetzt. Ah, jetzt können wir lenken, okay. Gas geben. Bremsen, okay. Jetzt bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Wartet mal. Genau, wir machen Aviator. Jawohl. Das passt. Ja, die möchten wir ändern. Gieren ändern. Ja. Alles klar, okay. Und sieht richtig cool aus. Und das Tolle an dem Spiel ist halt, schaut euch mal das an, wie die lenkt da unten. Ja, und ich bin halt richtig schlecht. Das muss man schon auch mal absolut sagen. Das gebe ich auch unumwunden zu. Das macht mir gar nichts. In Bewegung bleiben. Wir wollen keine Zusammenstöße. Boah, der Sternenzerstörer sieht mega geil aus. Von innen vergisst man schnell, wie groß unsere Sternenzerstörer wirklich sind. Und das, schaut euch mal das Ding jetzt an. In VR. Wir können uns nichts anhaben, doch so mein Gott. Ja, ich gucke, oh mein Gott, sieht das gut aus. Es ist toll, wieder wie früher zu fliegen. Ja. Etwas sehr Offensichtliches an einem Tai-Jäger. Unsere Feinde wissen, was ihnen blüht. Aha. Toll sieht das aus. Okay, Freunde. Alles klar, genug frohlockt. Ja, ich bin echt schlecht. Ich kann nicht mal richtig lenken. Ich schaffe das einfach nicht. So, das hier ist einer dieser Träger. Das ist sozusagen quasi ein Flugzeugträger, wenn man so will. Der hat nur diese Rampen an Bord. Und ja, für die Schiffe. Okay. Genau, das ist quasi ein einziger großer Hangar. Besser hier als später auf dem Schlachtfeld. Jetzt hier unten diese... Moment. Lass uns mal kurz angucken. Diese Raumschiffe hier, die kenne ich nicht. Die sagen mir nichts. Ups. Die sagen mir nichts. Das sind wohl Sternenzerstörer in klein. Sehen gut aus. Helix, die Triebwerke sind heiß genug, um einen Teil zu verdampfen. Boah, und von hinten sieht's toll aus hier. Ich hatte einige Draufgänger, die das auf die harte Tour erfahren haben. Richtig gut. Pilotin. Diese Quasarträgerschiffe sind etwas zu nah. Okay, also ich glaube, ich bin eher so der Joystick-Typ. Gar nicht mal so sehr für Gamepad bin ich gemacht. Hier jetzt also. Gut, bei Third-Person-Spielen ja. Die Flotte ist in gutem Zustand. Die Vigilance berichtet, dass unser Gosanti-Transport bereit ist. Helix-Staffel, begebt euch zum Gosanti und dockt für den Hyperraumsprung an. Verstanden. Machen wir. Kein Problem. Stoppe unter dem Gosanti, damit die Verriegelungen schließen. Ja, okay, alles klar. Dann stoppen wir da runter mal. Bremsen. Okay. Wir sind bereit. Du kannst die Flugsteuerung über das Optionenmenü invertieren oder anpassen. Ja, wir haben schon invertiert, aber bin immer noch nicht so 100% zufrieden. Aber das macht nichts. Ist das cool. Und das in VR. Oh mein Gott. Aber ich habe halt ein bisschen da Sehkrankheit bei VR. Und ja, also bei Battlefront 1... Also, das neue Battlefront 1 quasi. Die VR-Mission, oh, da ging es mir schlecht. Oh, ging es mir schlecht.
denn wir sind die Bösen. Uhu. Aber du kannst ja nicht richtig böse sein. Oh. Das ist gar nicht in Erinnerung, dass das so gut aussieht hier. Foster Haven. Wahrscheinlich der abgeschiedenste Handelsposten in diesem Sektor. Es ist nur ein Anlaufpunkt für Diebe und Piraten. Wenn sich die Flüchtlinge hier verstecken, sind sie sicherlich nicht so unschuldig, wie sie behaupten. Hier, schaut euch hier diese Frachter an, da. Das sind die Klassiker aus X-Wing und aus Alliance. Und da kommen unsere Schiffe. Es ist schon bombastisch. Blockade formiert sich. Unsere Nachhut ist zumindest gesichert. Interessant. Heute sind eine Menge Frachter unterwegs. Also könnte sich unser Konvoi unter ihnen verstecken. Genau. An alle Frachtschiffe, hier ist Captain Lyndon James vom Galaktischen Imperium. Bereithalten für sofortige Inspektion. Und hier ist der Stationsleiter von Foster Haven. Hören Sie auf, meine Kunden zu belästigen. Wenn Sie kooperieren, wird Ihnen nichts geschehen. Weitermachen, Pilot. Gut gemacht. Prüfe deinen Frontalsensor. Er erkennt potenzielle Ziele. Und ist es schon gescannt? Pilotin, inspiziere zuerst dieses Schiff. Ja, okay, ja, okay. Mach ich scannen. LT und dann dich nähern. Alles klar. Und wenn wir 1000 Meter in der Nähe sind, wird automatisch gescannt. Das ist schon eine geile Grafik. Und überlegt euch mal in der Qualität vielleicht ein Echtzeit-Strategiespiel. Oh. Wow. Wie krank wäre das denn? Leute, ich wär weg. Ich wäre nur noch im Star Wars Land. Nirgendwo anders mehr. Never ever. Seht ihr? Treu ergeben. Ich schwöre. Kein Teil des Konvois. Überprüfe ein anderes Schiff. Prüfe jetzt das nächste. Ich zahle jeden Preis. Beschlagnahmt nur das Schiff nicht. Keine Anzeichen für Herkunft aus Aldera. Weitersuchen. Mal kurz gucken. Beschlagnahmt ihr mein Schiff nicht? Hier diese Leitungen, von wo gehen die? Vor einer einfachen Inspektion. Oh. Wir sollten ihnen ein paar Manieren beibringen. An alle. Waffensysteme hochfahren. Pilotin, erfasse es mit den Sensoren und feuere eine kurze Salve, um es zu beschädigen. Dann sieh nach, ob sie die Flüchtlinge verstecken. Halte das Schiff da auf! Schon gut, dann scannt uns, aber stell das Feuer ein! Oh, die brennen aber schon ganz schön, sorry Leute. Keine Flüchtlinge, Sir. Nur geschmuggelte Waffen und eine Ladung Gewürze. Die Flotte kümmert sich um diese Schmuggler. Wir fliegen zur Station. Na dann. Dann fliegen wir mal zur Station. Haha! Ah, um zwischen den Zielen zu wechseln. Okay, alles klar. Meine Kunden sind legitime Händler. Ihr habt kein Recht dazu. Captain. Der Planet sieht auch heiß aus hier. Hat sich gerade aktiviert. Wow, die Protuberanzen kann man sehen. Protuberanzen. Hier draußen schießt niemand. Oh. Okay, Energie auf Laser umleiten. Mit nach oben. Das haben wir aus X-Wing gelernt. Such das nochmal. Ich bin halt richtig schlecht. Also ich brauche die leichteste Schwierigkeit. Weitermachen.
schlecht, Pilotin. Aha. Unser Ruf wird sich davon niemals erholen. Tja. Captain okay. James, ich glaube, ich habe die Flüchtlinge aufgespürt. Sind auf dem Weg. Pilotin. Ausgleichende Energie, na dann. Wir haben Feindaktivität. Wir erleiden Verluste. Rebellische X-Flügel auf dem Radar. Wow. Sie schützen den Konvoi. Verteidigt euch, falls notwendig. Ich suche nach den Flüchtlingen. Müssen wir mal da ein bisschen weggehen hier. Feindliche Schilde. Einige Sternjäger, wie zum Beispiel X-Flügler, X-Wings, besitzen sich regenerierende Schilde. Du musst zunächst die Schilde zerstören, bevor du den Rumpf wegnatzen kannst. Okay. Wenn dein Fadenkreuz von weiß auf rot wechselt, trifft dein Schuss das Ziel. Du musst ein bisschen vorhalten, na dann. Ziel wurde zerstört. Die Hälfte der Rebellen ist vernichtet. Danke. Das ist schon alles. Neutralisiert. Hua. Feind neutralisiert. Okay, er bleibt extra schön stehen. Dankeschön, damit auch jemand wie ich das schaffen kann. Oh ja. LB, um deinen Rumpf zu reparieren, oder? Schließe mich der Formation an. Perfekt. Alle Rebellenziele zerstört. Captain, die Rebellenjäger kommen aus dem Tunnel durch die Station. Oh, wir müssen doch nicht durch den Tunnel. Da drin sein. Hinterher. Mit ihnen beschäftigen wir uns später, Stationsleiter. Na dann. Na dann gehen wir durch den Tunnel. Oh. Und beschuldigt mich, imperiale Verbrecher. Na dann gehen wir mal durch den Tunnel. Da, der Konvoi. Feuer bereit machen. Oh. Alle Systeme sind ausgefallen. Das waren Ionenraketen. Wozu kamen die her? Wo kamen die her, Mann? Entschuldige, Theresa. Nach Alderaan kann ich nicht ignorieren, was aus dem Imperium geworden ist. Nein, Captain Chavez. Sir? Captain Chavez. Was sagen Sie da? Linden Chavez. Es ist mir egal, wer den Befehl erteilt hat. Ich diene nicht, um unschuldige Flüchtlinge zu verletzen. Oh mein Gott. Und wenn deren Schutz mich zu einem Rebellen macht, dann sei es so. Ah, verflucht nochmal. Verdammt! Pilotin, versuch die Abschaltung zu umgehen. Okay, irgendeine Taste drücken, wiederholt. Perfekt. Jawohl, und go. Folge dem Verräter. Lieutenant Carol an die Vigilance. Captain James hilft der Rebellion. Senden Sie unverzüglich Unterstützung. Energie auf die Triebwerke umzuleiten. Okay. Ich dachte, es würde nicht so weit kommen. Raketen, Vorsicht! Verschwinden wir! Okay. Ihr stoppt mich nicht. Wow. Also Junge, du hast den besten TIE Fighter aller Zeiten. Oh nein. Ach, verflucht, der hat uns erwischt. Das gibt's doch nicht. So was Blödes aber auch. Ich finde die Steuerung brutal hakelig. Ich habe mich noch lange nicht daran gewöhnt. Wenn die ein bisschen besser laufen würde, könnte man ganz anders fliegen. Vielleicht doch mit Joystick probieren. Okay.
bitte, in der Grafik Echtzeitstrategie spiel. Oh mein Gott, ich wäre tot. Wirklich, ich wäre... Oh mein Gott. Ein bisschen kinomäßig. Wäre das nicht möglich? Wollte nur sehen, ob du okay bist. Oh, und schon sind wir die Guten. Das gibt's ja nicht. Auch geil. Ja. Yeah. Nebul und B-Fregatte, koreanische Korvette und wie viele Nebul und B-Fregatten? Echo-Staffel, hier spricht Admiral Akbar. Echo-Anführer hier, konnten Sie die Quelle des Notsignals ermitteln, Admiral? Hoffentlich. Du musst wahrscheinlich improvisieren. Halte deine Staffel gut in Schuss. Verstanden, aber. Sir. Okay. Echo, bereit machen für Systemcheck. Geh auf Position, Staffel zu mir. Ich möchte ja echt nicht irgendwie blöd sein, aber... Früher hieß es Admiral Akbar. Auf jeden Fall. Und Wade hat auch gesagt Admiral. Ja, und nicht Admiral. Ey, führe einen Systemcheck durch, ja. Und dann führen wir mal einen Systemcheck durch, folgen. Und arg schnell ist die Mühle hier auch nicht. Ja. Und wir können hier auch keine Energie verteilen bislang. Okay, oh, wir sind außerdem falsch rum. So rum müssen wir. Dam da dam. Dam da da dam. Energiemanagement, alles klar. Perfekt. Gegen einen Sternenzerstörer brauchen wir Wendigkeit. Warum und Kalavari-Kreuzer? Verstanden. Schick. Schick, sehr schick. Laser umleiten? Alles klar. Waffen bereit! Nur ein abgeschossener Tai ist ein guter Tai. Hm, oh je. Tai kann ja auch ein Vorname sein. Nur mal so. Okay, jetzt unsere Schilde werden aufgeladen, wie man rechts sehen kann. Eine Weile werden wir durchhalten müssen. Okay, Energie ausgeglichen. Echo 7 bereit. Ne, Rot 5 bereit. Wo ist der U-Flügler? Ah, folgen, alles klar. Okay, er hat ein Reparaturding gedroppt. Na dann. Geben wir mal ein bisschen Gas. Nachschub erhalten. Ja, perfekt. Ja. Alles bestens. Wow. Okay. Das musste ja passieren, wenn die Hälfte der Flotte nicht hier ist. Natürlich muss das passieren. Komm, wir geben richtig Gas. Okay. Aha. Viel Vergnügen. Fliegen Sie zu den Koordinaten. Oh ja. In der Hyperraum. Oh, okay. Gut, okay. Das kennen wir. Wir sind da. Ja, nur ist der Konvoi ziemlich weit weg. Und der Feind versperrt uns den Weg. Echo-Staffel, leitet alle Energie in die Triebwerke, fliegt unter den Sternenzerstörer und wartet auf mein Signal. Unter den Sternenzerstörer. Riskant, aber wenn wir nah an den Sternenzerstörer fliegen, sollten wir sicher auf die andere Seite kommen. Okay. Ich halte mich mal bitte unseren Staffelführer. Wartet! Echo 5, warte! Du bist... Verdammt!
Boah. Sie lösen ihre Formation auf. Großkampfschiffe sind auf dem Weg. Rebellenallianz. Konvoi benötigt Unterstützung. Gut, wir haben es geschafft. Perfekt. Imperiale Übertragung auf einem offenen Kanal. Staffel voraus und gebt ihnen Feuerschutz. Zum Glück hat jemand meinen Notruf empfangen. Ich konnte die Thais nicht länger abschütteln. Wer sind Sie? Ein Überläufer? Wenn es nach mir geht, nennen Sie mich Linden. Ich erkläre alles später. Pilot, hilf mir, diese Jäger zurückzudrängen. Echo 4, der Kreuzer kommt später. Nimm die Thais ins Visier. Dann sollten wir die Thais loswerden. Raketen abfeuern. Ah. Oh ja. Juhu. So. Jemand verfolgt mich! Wow. Verteidigt den Konvoi! Schnell! Hier, Thai-Jäger. Alles klar, den holen wir uns. Hat noch jemand Raketen? Feuert sie ab! Ich habe Raketen. RB, um eine Rakete zu drücken, oder? Dann drücken wir halt mal RB. Ich konnte nicht zulassen, dass das Imperium noch mehr Unschuldige von Alderaan im Namen der Sicherheit vernichtet. Wir haben dem Imperium also den Finger gezeigt. Eine Rakete. Jawohl. Aha. Es ist schon gut, es fetzt. Auch der Sound fetzt. Und wenn die Laser einschlagen, dann macht es gut Bam Bam. Das ist sehr geil auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall top. Er ist auch erledigt. Folge dem Echo Anführer, oder? Admiral, Mann, Admiral. Das will und kann ich. Dann unterstützen Sie weiter die Echo Staffel. Okay. Ich finde es halt, bei Star Wars, da gelten ja immer andere Regeln. Bei Star Wars gelten andere Regeln. Also bei Star Wars gelten Regeln, die gehen so. Ich sag euch mal ein paar Regeln, nicht alle. Es gibt viele Regeln, aber... Ja, das weiß ich. Halbe Geschwindigkeit, das haben wir schon. Also eine Regel ist... Jetzt einen Moment. Eine Regel ist, dass die Laserstrahlen ganz langsam nur fliegen. Ganz langsam fliegen. So richtig slow. Okay. Ja. Laserstrahlen sind immer langsam. Eine andere Regel ist, dass Lichtschwerter, da hat die Klinge ein Gewicht. Die Klinge wiegt viel, obwohl sie aus Laser ist. Ihre Großkampfschiffe für einen Angriff vorbereiten. Wir brauchen Unterstützung.
Sicher, ich schicke die restliche Echo-Staffel mit allen verfügbaren Ressourcen. Es gibt noch eine Regel. Schon wieder. Wir blicken direkt in die Geschütze. Keine Angst, unsere Flotte ist auf dem Weg. Tja, nicht schlimm. Und zwar geht die Regel folgendermaßen. Flotte ist in Position. Echo-Staffel sichert den Konvoi, während das Flaggschiff die Vigilance angreift. Und zwar geht die Regel folgendermaßen. Helme in Star Wars schützen nie. Schickt einen Raider, um den Konvoi abzufangen. Wir müssen den Raider ausschalten. Pilot, mir nach. Laser oder Schilde, alles klar. Passt in Reichweite. Bereit machen. Ihre Schilde werden schwächer. Der Raider muss sich auf uns konzentrieren, nicht auf den Konvoi. Flieger in erneuten Angriff. Der Konvoi liegt unter Beschuss der Imperialflotte. Der Raider hat keine Schilde mehr. Sie versuchen Schutz von den Großkampfschiffen zu erhalten. Das ist unsere Chance. Bringt es zu Ende. Aber der Raider sieht schick aus. Weiter so. Den kann man so von der Größe her vergleichen mit der korallianischen Korvette. Jawohl, der Raider wurde besiegt. Ja, wir haben ihn niedergemacht. Ja, perfekt. Der ist Geschichte. Gute Arbeit. Perfekt. Echo, dieser Konvoi muss an eine sichere Position. Ja, machen wir. Die andere Seite des MC-80. Fregatte erledigt. Flüchtlingskonvoi, wir haben keine Zeit. Wir müssen euch hier rausbringen. Bemerkt, Allianz, wir sind bereit für Lichtgeschwindigkeitssprung. Wartet, der Sternzerstörer überwacht alle möglichen Vektoren. Sie können euch immer noch finden. Pilot, es ist riskant. Doch wenn wir das Zielerfassungssystem der Vigilance zerstören, verliert das Imperium womöglich die Spur des Konvois. Moment mal, okay. Wollt zu zweit den Sternzerstörer angreifen? Hoffentlich kann eure Flotte die Schilde. Wo ist das Zielerfassungssystem? Ist doch hier unten, oder? Schlagt hier zu. Wir können die Zielerfassung der Vigilance zerstören. Ist nichts. Perfekt. Okay, und go. Ausschwärmen und Feind in Nahe des Konvois ausschalten. Ihr beide habt's geschafft. Und jetzt weg da. Pilot, was auch immer als nächstes kommt. Du hast viele unschuldige Leben gerettet. Wahoo. Der Konvoi ist sprungbereit. Wir haben der Rebellenallianz viel zu verdanken. Gut, Schilde sind geladen. Na dann, go. Alle Streitkräfte der Rebellenallianz. Und durch. Der Flüchtlingskonvoi steht sich bereit. Yes. Alle Schiffe bereit, machen wir nicht Geschwindigkeit. Und. Bam. Ah, wie schön, wie schön, wie schön, wie schön. Das fordert richtig viel Konzentration ab von mir. Okay, 4 Jahre später. Oh. Wir alle wählen unseren Pfad. Hell oder dunkel. Freiheit oder Zerstörung. Oh, oh, Alderaan. Das Imperium vernichtete Alderaan, um Furcht zu verbreiten und die Feuer der Rebellion zu löschen. Doch die heldenhaften Piloten der Rebellenallianz entschieden sich für den Kampf, um dem Imperium zu zeigen, dass wir keine Angst haben. Ihr Mut beendete Palpatines Herrschaft und ermöglichte die Gründung der neuen Republik. Obwohl es zersplitterte, lebt das Imperium weiter. In diesem Moment steuern imperiale Streitkräfte auf den Vormea-Sektor zu. Sie wollen unsere neue Republik zerschmettern, bevor wir Halt finden. Während ihr Imperium zerbricht, versuchen sie, ihre Macht zu wahren. Doch die Galaxis ist im Wandel und ihr könnt ein Teil davon sein. Mutige und verwegene Piloten können diesen Krieg beenden. Trefft eine Entscheidung, fliegt mit der neuen Republik, verändert unsere Galaxis zum Besseren. Ich wäre dabei. Herzlich willkommen zu Star Wars Squadrons from EA, Zinner Game. G-
geile Grafik, Mann. Es läuft doch, geht doch. Kann man doch was machen. Oh, halalala. Gehen uns stundenlang auf die Nerven. Jetzt kommen wir zu spät zum neuen Boss. Lust auf ein Rennen nach Hause, Fisk? Vielleicht schaffen wir es dann noch, bevor die Rede zu Ende ist. Geo, ich flieg nicht gegen dich. Ich habe meine Lektion schon nach den ersten 12 Mal gelernt. Sei ruhig, die Rede geht jetzt los. Ich bin kein Freund langer Reden. Also nur ganz kurz. Es ist mir eine Ehre, die Temperance und diese Flotte zu übernehmen. Ruf und Rechtschaffenheit der Vanguard-Staffel sind unübertroffen. Darum sind wir ab sofort einer Initiative mit dem Codenamen Projekt Starhawk zugeteilt. Starhawk? Dann waren die Gerüchte über ein Geheimprojekt also wahr. Was denkst du, ist es? Eine Art Waffe? Der Schlüssel zum Sieg. Wenn's den Krieg beendet, völlig egal. Mich kümmert's. Ich mag es zu wissen, für wen ich arbeite. Die guten Frisk, weißt du noch? Die einzigen in der Galaxis, die kein Kopfgeld auf dich ausgesetzt haben? Ah, Grace. Der Tag ist noch jung. Kommt schon. Zurück zur Temperance. Wir können den neuen Boss kennenlernen und alle anderen auch, die er so mitgebracht hat. Okay, am Multikulti-Crew, perfekt. Ah, da bist du ja. Ardo hat mir bereits von dir berichtet. Ich bin Cyrelda Sage, Chefmechanikerin. Das Schiff hier, die Temperance, ist mein ganzer Stolz. Du willst dich bestimmt sofort in die Action stürzen. Wo wir schon dabei sind, da ist der Rest deiner Staffel. Hey, Gani, ich hab hier deinen neuen Piloten. Geht schon mal vor, wir sehen uns drin. Willkommen in der Vanguard-Staffel. Ich bin Kyra Kuva, aber du kannst mich Gani nennen. Freut mich, dich im Team zu haben. Wir reden nach der Besprechung, okay? Alles klar, bis später, Roboarm, und hinten hängt das Gehirn raus. Ich hoffe, du bist unseren Ansprüchen gerecht. Du solltest ihnen in den Besprechungsraum folgen. Ich glaube, unser neuer Commander wartet dort auf dich. Ja. Das sollten wir wohl, oder? Das sollten wir. Meine Lieben, da gehen wir jetzt auch noch rein und gucken uns mal an, was es hier zu sehen gibt. Ja, danke, danke, vielen Dank, vielen Dank. Thank you very much. Thank you very much. Oh ja, thank you very much. Aber diese Einsatzbesprechung machen wir das nächste Mal. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo oder einen Kommentar. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann drückt noch die Glocke, dass ihr die nächsten Folgen auch nicht verpasst. Alles klar? Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.